Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains World 4, der Dennis Spieters, hier zusammen auf dem PC. Ja, wir haben heute die Aufgabe, unseren Sonderzug, so nenne ich den einfach mal, von Hamburg nach Lübeck zu fahren. Ich habe mir heute die 218-443-0 rausgesucht, wobei das natürlich Zufall ist, die Loknummern. Aber was nicht Zufall ist, ist das Repaint, und da habe ich mir einfach mal von der dbgebrauchzug.de die Donner rausgesucht, und zwar Miete oder Kauf für mich. Ist ja im Moment auf der EM-Linie zwischen Dortmund und Köln unterwegs. Auch wenn Deutschland im Moment, beziehungsweise nicht im Moment, seit gestern ja raus ist, leider 2-1 gegen Spanien verloren. Dramatisch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, gute Viertelstunde vor Ende der Verlängerung. Nun ja. Dem sei so, kann man eh nichts mehr dran ändern. Wir haben heute auf jeden Fall die Aufgabe, diesen Zug bis nach Lübeck zu fahren, und wir stehen hier in der Abstellung. Wir haben auch die Aufgabe, jetzt an den Bahnhof zu fahren und dann weiter Richtung Lübeck. Es ist früh am Abend, die Sonne ist langsam am Untergehen, hier ist einiges los, wie ihr seht. Regionalexpress, ICE ist hier am Durchfahren, und ich würde sagen, wir beginnen einfach damit, jetzt ein schönes Foto zu machen, und dann würde ich sagen, steigen wir ein bzw. legen los. Und zwar damit, dass wir natürlich unsere Lok hier erstmal starten müssen. Dafür machen wir aber jetzt erstmal hier die Türen zu. So, dann würde ich sagen, los geht's. Eine Route habe ich bereits gelegt zum Bahnhof, sodass wir das auch schon erledigt haben. So, genau. Jetzt muss ich gerade schauen, haben wir schon die Spitzensignale an? War das jetzt schon? Nee, da müssen wir die noch anmachen mit der Taste H. Genau. Da würde ich sagen, können wir die Bremsen lösen und uns langsam auf den Weg machen Richtung Bahnsteig? Wunderschön. Wunderschön. Einfach ein Traum. Wunderschön. So, Gleis 5 werden wir halten. Wunderbar. So, ein bisschen haben wir noch. Muss wieder aufpassen, wegen dem roten Signal ist das wieder so direkt dahinter, was ich überhaupt nicht haben kann. Sehr schön, das hat funktioniert, würde ich sagen. Gut, dann können wir die Türen öffnen. Ich hoffe, das funktioniert. Rechts entriegeln. Ich glaube, das ist richtig, oder? Ja, das funktioniert. Wunderbar. So, dann schalten wir mal den Motor aus hier an dem Bahnhof. Ich glaube, das macht Sinn für die Fahrgäste. Wir können auf jeden Fall eine Route setzen, währenddessen die Fahrgäste einsteigen. Genau.
So, bis Lübeck wollen wir natürlich fahren. So, wir haben natürlich wieder kein Grün, das ist hier typisch. Im Moment, das ist einfach. Ach, warum eigentlich nicht? Ist da wieder irgendwer in unserem Fahrweg unterwegs, der da nicht hingehört, beziehungsweise der uns stört? Das könnte der hier sein. Dann machen wir Folgendes. Sorry, Kollege, aber wir haben es eilig. Das ist der neben uns. Oder der? Hat der denn Ausfahrt? Uhr. Nee. Nee. Sorry, darauf warte ich jetzt nicht. Ach Mann. Oder der ICE ist vor uns dran. Das kann natürlich auch sein. Ach Leute, woran liegt es denn jetzt? Ja, wenigstens dann nehmen wir das jetzt, bevor wir gar nicht wegkommen hier. Also, wir starten die Motoren. Fahren wir halt bis Bad Oldesloe. Ist jetzt auch nicht verkehrt. So, wir schließen die Türen, bevor wir nämlich gar nicht mehr wegkommen. Das ist nämlich immer so eine Sache mit den Signalen, wenn man die Züge spawnt. So, Zugsicherungssysteme noch einstellen, bevor wir das vergessen. So, Bremse lösen. Dann würde ich sagen, auf geht's! Wunderschön, wunderschön.
Sehr, sehr schön. Sie verdrücken. Wir haben noch ein bisschen Unterstützung von hinten. So, hier in Hamburg ist natürlich immer viel Action, wie ihr hört. So, wir haben nach wie vor eine Beeinflussung. Das heißt, wir dürfen 45 nicht überschreiten, beziehungsweise unter 45 bleiben. Das tun wir natürlich. Selbstverständlich die SIFA. So, können wieder aufschalten. Nein, können wir noch nicht. Wir haben nach wie vor 40. Stimmt. So, jetzt kommen wir 60. Wunderschön, wunderschön. Gleich 100. Wunderschön, wunderschön. Ich liebe solche eigenständig erstellte Szenarien, indem man den Zug einfach auf die Strecke spawnt und sich dann eine Route legt. Da kann man so ein bisschen kreativ sein und ist auch nicht so komplett an den Fahrplan gebunden. Man kann sich so ein bisschen seinen eigenen Fahrplan zusammenstellen. Im Übrigen, meine lieben Freunde, für alle die es interessiert, heute ab 20:30 Uhr Livestream auf meinem Kanal. Thema ist jetzt noch nicht so hundertprozentig fest, aber ich denke, es wird wieder ein Wunsch-Livestream. So dass ihr euch dann eure eigenen Szenarien wünschen könnt. Und ja, schauen wir einfach mal, wie sich das darstellt heute Abend. Ab 20:30 Uhr. Wunderschön, wunderschön. Wunderbar, einfach nur traumhaft.
218 Kilometer mit der BR-218 gefahren. Sehr, sehr schön. Donner. DB Gebrauchtzug. Miete oder Kauf für mich. Sehr, sehr nice. Die 101 haben wir eigentlich nur im Schlepptau mit. Die ist leider ein bisschen defekt. Die kann zwar den Stromabnehmer noch heben, aber kann den Hauptschalter nicht mehr schließen. Deswegen ist sie leider nur als im Schlepptau, während uns da ein RE entgegenkommt. Vorne dran, eine 143 dürfte das gewesen sein. Ne, das war eine 112, glaube ich. Leider ein bisschen diesig. Ich wollte eigentlich Sonnenuntergang haben, aber ich habe leider nicht daran gedacht, auf benutzerdefiniertes Wetter umzustellen, sodass wir immer noch dynamisch haben und naja, so wie es halt ist zurzeit im Sommer 2024. Regnerisch, kalt und bah. Naja, schauen wir mal, was noch so kommt. Natürlich jetzt nicht so wirklich aus dem Pushen. Ich wollte ursprünglich eine Doppeltraktion nehmen, aber das mit der KWS, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht kann mir da jemand helfen, sodass die zweite Lok halt auch ja, praktisch mitarbeitet, sage ich jetzt mal, und nicht nur mitgezogen wird. Wenn mir da jemand helfen kann, wie das funktioniert, dann wäre ich dem sehr, sehr dankbar. Ich denke, so kommen wir auch ganz gut voran. Ist jetzt nicht so, dass die große Probleme hat, den Zug zu ziehen. Also ich wollte, wie gesagt, ursprünglich eine Doppeltraktion nehmen, die 101 hinten abhängen. Aber wie gesagt, aus den bekannten Gründen der KWS Mehrfachtraktion, ihr wisst, was ich meine, habe ich mich dagegen entschieden und hab das stattdessen simuliert, dass wir eine 101 mitschleppen, im Schlepptau haben. Im Übrigen kommt jetzt doch die Sonne langsam wieder raus, beziehungsweise es ist nicht mehr so diesig, sodass wir vielleicht doch noch einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben dürfen.
Wunderschön, wunderschön. Wird doch noch ein wunderschöner Sonnenuntergang. Das ist doch traumhaft. Einfach nur schön. Nochmal schnell Foto im Fotomodus. Ach geil, schaut euch das an. Das ist doch einfach nur geil. Das ist doch einfach nur wunderschön. db-gebrauchzug.de. Wunderschön, wunderschön. Lokomotivenmäßig dürfen wir natürlich nur 140 fahren. Das hat im Übrigen auch die Strecke erkannt, sage ich mal, das System. Mehr als 140 wird uns nicht angezeigt. Das finde ich sehr gut, dass man darauf reagiert. Aber gut, die Lok ist ja auch offiziell auf der Strecke im Fahrplan. Von daher passt das schon. Also, dann ist das ja automatisch so. Wunderschön, einfach wunderschön. So, haben noch 21 Kilometer bis Bad Oldesloe. Ah, ein schicker Güterzug, sehr nice. Da eigentlich auswählen, wo wir hinfahren wollen. Das wäre jetzt noch geil. Ich muss sich verdrücken. Nee, leider geht da gar nichts. Schade. Gerade was
Instrumentendimmer gelesen irgendwo. Wo war das denn jetzt? An RE, geil. Irgendwo habe ich das gelesen. Na egal, lassen wir das. So, gleich sind 90. Jetzt bremsen. Also man braucht hier gar nicht groß die Bremse. Wer weiß, wie weit ziehen. Der bremst eigentlich so ganz gut. Warum haben wir denn jetzt den Zwang, weil ich keine Wachsamkeitstaster gedrückt habe? Den habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Den habe ich tatsächlich jetzt nicht gesehen. Egal, kann passieren. Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht drauf geachtet. Habe ich wirklich nicht gesehen. Tatsächlich nicht. Na komm. Naja, das war jetzt unnötig, aber leider passiert, weil ich es wirklich nicht gesehen habe. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe mich jetzt auf die Geschwindigkeit konzentriert und dann habe ich nicht nach rechts geschaut, dass da Wachsamkeitstaster steht und ja, dann passiert sowas halt.
Das dürfte doch ein RE sein mit einer 100, mit einer 218 vorne dran. Aber auf jeden Fall. Oder hinten dran war es, so gesagt. Dann kommen wir dann wieder auf Geschwindigkeit. Also wie gesagt, die Zwangs war unnötig, aber wenn man mal nicht aufpasst, dann passiert sowas. So, die Sonne ist jetzt auch vollständig am Untergehen. Wird langsam dunkel. Im Norden, hohen Norden. Und wir haben noch 8,5 Kilometer bis Bad Oldesloe. Mit unserem Sonderzug. Und bei defekten 101 hinten dran. Die nie wirklich schiebt aufgrund eines defekten Hauptschalters. Wieder was. Sieht nach einem RE aus. Doppelstock. Ja. Geschoben von einer BR112, gehe ich jetzt mal stark an. In der Annahme. Ja. Wunderschön, wunderschön. Da seht ihr es, die Sonne verschwindet zu so langsam.
So, diesmal achte ich aber auf den Wachsamkeitstaster, definitiv. So, das brennt uns nicht mehr an, jetzt müssen wir nur hier auf die Geschwindigkeit kommen. Auch das sollten wir hinbekommen. Lassen wir uns hier schön geschmeidig an den Bahnsteig fahren, beziehungsweise rollen. Während da ein RE-Ausfahrt hat. Wunderbar, wunderbar. So, ob wir jetzt hier stehen bleiben oder da vorne, das ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht ganz so tragisch. Wir haben es auf jeden Fall bis hierher geschafft. Wie weit wäre es denn jetzt doch bis Hamburg? Schauen wir mal gerade. Bis Lübeck. Schon noch ein Stück, ne? Schon noch ein Stück. Hm, 20 Kilometer. Halten wir hier erstmal, fahren dann weiter bis Lübeck. Das ist ein bisschen blöd hier anzuhalten, beziehungsweise hier zu stoppen. So. Die Tür wieder schließen. Bremse lösen.
Dann fahren wir noch bis Lübeck. Die 20 Kilometer ist jetzt auch nicht mehr so weit. Wunderschön, wunderschön. Langsam wird es dunkel. Sehr, sehr nice. Aber ihr seht ja, bis wir mal auf Geschwindigkeit sind, das dauert natürlich seine Zeit. Das ist erstens mal, weil sie alleine ist, und zweitens ist das ja auch schon noch ein langer Zug, ein schwerer Zug. Und dann kommen ja auch noch die Steigungen dazu. Also das alles zusammengenommen dauert natürlich so ein bisschen, bis wir wieder auf Geschwindigkeit sind. Aber ich denke, sie macht das trotzdem ganz passabel. Wunderschön, wunderschön.
So, die letzten 12 Kilometer brechen an und es wird so langsam wieder diesig, habe ich zumindest das Gefühl. Zum guten Schluss. Schön, so in Lübeck wechselt dann das Zugpersonal, die den Zug dann auch weiter fährt. Wohin, das dürft ihr euch selber aussuchen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Wohin dieser Zug weiterfahren soll. Und wie gesagt, heute Abend 20:30 Uhr Livestream auf meinem Kanal. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Bergauf, das ist gut, das rettet uns ein bisschen, wollte ich nicht dagegen bremsen. Wunderschön. So.
Wunderschön. Fahren wir schön geschmeidig in Lübeck ein. Sehr, sehr nice. Haben wir es doch noch trocken nach Lübeck geschafft, ohne Regen? Das ist auch mal eine Erwähnung wert. Sonst ist es regelmäßig so, wenn man dynamisches Wetter eingestellt hat, dass dann entweder Nebel aufkommt oder halt Regen. Aber das ist heute so gar nicht der. Ein bisschen Nebel hat man am Anfang der Fahrt, aber das hat sich ja dann Gott sei Dank verzogen. Gegenbremsen, dass sie ein bisschen stark bergab geht. Hier irgendwie noch rot jetzt vom Bahnhof. So, dann schauen wir mal, warum wir denn rot haben. Was da jetzt das Problem ist. Ah, da haben wir das Problem. Das entfernen wir mal kurz. Das dauert das also ist nämlich ein bisschen zu lange hier. So. Sehr, sehr schön.
Ach, seht mal, da vorne fährt auch ein RE mit einer BR-218 vorne dran. Sehr, sehr nice. Ach geil. Dann wären wir in Lübeck. So, damit hätten wir das erledigt. Hier mal den Motor ausmachen. Wunderbar. Damit wären wir von Hamburg nach Lübeck gefahren mit unserem Sonderzug und einer defekten 101 im Schlepptau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Wie gesagt, heute Abend 20:30 Uhr live auf meinem Kanal. Livestream. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Ich hoffe, ihr seid heute Abend dabei. Wäre schön, wenn das klappen würde. Bis dahin sage ich Ciao, Servus und Tschüss. Euer Denny Spieters. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.